Hallo, ihr emsigen Reitersleut, willkommen zurück zu Elden Ring. Da geht's gerade schon wieder hoch, habe ich gesehen. Eieiei. Ja, ich habe schon wieder ein neues Gebiet hier erschlossen, aber ich will nicht lang bleiben. Ich wollte nur mal kurz gucken. Und dann geht's schon weiter oder wieder zurück zur Zaubererakademie, weil da war ich schon echt am weitesten, glaube ich. Und er ist auch wieder ein neuer Händler. Die sind überall hier verstreut. Notiz mit wichtigen Informationen. Erhöht maximale LP, der Purpur-Bernstein oder das Purpur-Bernstein-Medaillon. Und eine Schuppenrüstung. Der Umhang, der die Schultern bedeckt, besteht aus behandelter Steinechsenhaut und bietet reichlich Schutz gegen Feuer. Oh. Naja, 10,9. Reichlich. Ich weiß ja nicht. Großpfeile. Ah, guck mal, ein Steinschwertschlüssel. Der kostet nur 2000. Und ein Bastardschwert. Ein Bastard. Der ist echt günstig, der Typ hier. Wie viel habe ich jetzt? 700. Das heißt, ich brauche 1400. So, dann kann ich mir nämlich noch den Echsenschlüssel holen. Die sind super praktisch und super wichtig auch, glaube ich. Tadap, tadap, tadap. Da ist die... Da ist der Obelisk. Mit die Map. War zwar lustig, ich habe auch... Ich erzähle ja immer so ein bisschen was nebenbei noch. Ich habe was... Oh! Da vorne! Seht ihr ihn? Alter Schwede. Oh, da oben ist ein Bäumchen. Hab lustigen Tweet gesehen, da war einer, der hat glaube ich schon... wirklich Godric besiegt und hat gesagt, was? In dem Spiel soll man Karten finden? Ich hab... Und er hat halt echt dann erst die erste Karte gefunden oder so. Das war total lustig. Schieß doch. Durch Gebäude kannst du noch nicht schießen, du Arsch. Boah. Ich bin ein bayerisches Cowgirl und ich hau dir aufs Maul. Halbinsel der Tränen. Ach, das war's schon. Ich meine, hier auf der Seite. Cool, dann kann ich ja noch kurz die Kapelle hier. Oder die. Okay, das ist die Ritterburg. Keine Kapelle. Ah, das aktiviere ich kurz, dann haue ich leider schon wieder ab, Leute. Guck mal, die sind alle tot. Alle niedergemacht. Noch goldene Saat. Hä? Verstehe es nicht. Ich habe doch eine. Ich habe eine Gold. Ja, okay, ich weiß nicht. Mal funktioniert es dann wieder nicht. Oh, habt ihr gesehen? So. Guck mal, wie viel ich schon aufgedeckt habe. Es ist krank. Ich gehe nochmal hier in den Sumpf. Weil hier haben wir noch was, dann würde ich mich gerne mal umsehen. In der Stadt hier muss ich noch einiges. Hier ist ein Wäldchen. Ich glaube, hier oben gehe ich noch hin. Aber das werde ich erstmal von hier aus machen. Oh, es ist so schön. Es gibt noch so viel zu erledigen, Leute. Wer ist denn die Frau da? Ist das die Königin vielleicht? Ist ja wieder so eine Männerdomäne hier, aber hat man schon gemerkt. Was ist das denn da vorne? Was ist das denn? War gut, dass ich auch in die Richtung muss. Oh! Alter, was ist dein Problem? Was ist euer verdammtes Problem? Die sind ja aus... Die Puppen.
Okay, das war eine Rune. Einfach mal so. Warte mal. Ah, ich hab's so gewusst. Ja, ja. Ich hasse Hunde. Hier. Nicht in Wirklichkeit, aber im Spiel. Ja, ich wollte eigentlich mal auf die andere Dings wechseln, aber... Ich wollte auf, hier, sag's mir. Dass ich zu Briten mehr Schaden mache mit der Waffe. Oh. Fein, das waren sie alle. Diese komischen... Boah, ich hab Schluck auf, warum? Ah, da ist noch eins. Hui. Dafür gibt's gute Punkte, die hole ich mir natürlich. Aha. Es wirkt so einsam hier alles. Herrlich. Sag mal. Blöden Viecher. Ich habe ja auch die Sachen für mein Pferd, dass das mehr Lebensenergie... Soll ich vielleicht mal ausrüsten, ha? Huh? Was ist denn, Was ist denn mein Pferdzeug? P-F-R-R-T heißt es übrigens, mein Pferd. Pferd! Und so reagiert es auch nur. Fällt LP wieder her bei Vergiftung? Hä? Hatte ich da nicht irgendwelche... Achso, ich konnte es craften, oder? Ich könnte Sachen craften für mein Pferdchen. Warte mal. Du brauchst Güter. Hier, Rosinen. Eine Rova-Rosine. Füttert Sturmwind für eine LP-Regeneration. Na komm. Ich hab so viel Beeren. Ja. Oh, und ich habe gefrorene Rosinen. Ja, komm mal, Herzelein. Mm. Lecker, lecker. Guck mal, mein Herzelein. Oh, es ist so schön, mein Pferdchen. Mit seinem Kuhgeweih da. Oh, ich mag's. Pferd. Ne, die hatte ich nicht markiert. Aber hier gibt's überall so kleine Häuschen, wo man mal rumgucken kann, finde ich, ne? Aber überall mal rumgucken, du. Da. Ich wollte gerade sagen, du lebst doch. Oh, Beinschutz. Freude. Einfach durchreiter, als wäre es nichts. Und da ist noch ein Geheimgang. Ey.
Lass mein Pferd und mich in Ruhe, bitte. Zerleg alles hier, guck mal, alles! Reite durch und mach's kaputt. Oh, das ist wieder ein Geist. Achso, kann ich wahrscheinlich nur, ja. Kommt alle heraus, heraus aus der Dunkelheit unter der Erde. Bieten wir unsere Augen der Jungfer dar. Es ist so ein bisschen wieder wie in Bloodborne hier. Alle hauen sich die Augen raus, weil dann haben sie die wahre Sicht. Wir wissen noch Gascoigne und so, ne? Oh, das waren sie alle. Oder generell die Augen, die die Krähen gefressen haben, die man an Steine werfen konnte. Ich würde mir niemals die Augen freiwillig rausnehmen, glaube ich. Oh. Ah, noch eine Traube. Die keine Traube ist, sondern Oktopus. Erbe der zwei Finger. Das ist doch bestimmt wieder ein Talis. Ja. Erhöht den Glauben. Boah, um 5. Alter, dann kann ich ja vielleicht endlich mal meine Combustion benutzen hier. Das geht in Flammen auf. Ich glaube, sonst ist hier aber nicht mehr viel, obwohl da noch überall Ruinen sind, die ich mir natürlich noch angucke. Wenn ich das mal so sagen darf, ist es halt eine der besten Open Worlds der letzten Jahre. Und ich weiß, einige von euch sagten auch schon, da stimme ich auch zu, die freuen sich schon auf Breath of the Wild 2. Ich auch, Leute. Also absolut. Ich habe das erste geliebt. Aber das hier ist halt... Ja, ist halt ein bisschen krasser noch auf der Ebene, sag ich mal, der Open World für mich. Weil da gibt es auch viel mehr Zeug, viel mehr zu tun und alles. Ey. Mich aber auch erst immer als Erster noch treffen. Oh, Schweine. Oh, guck mal, hier ist wieder sowas. Oh, ich dachte... Leute, Ruinen. Ich bin da gar nicht so weit gekommen, deswegen kann ich eigentlich mal in das Portal. Ich dachte, da läuft wieder einer rum und ich kann ihn töten. Wisst ihr, man kriegt dann ein Item dafür. Diese Schritte. Das ist so praktisch. In echt müsste es auch Portale geben, wisst ihr? Oh, ich bin schon wieder hier. Ach nee, wollte ich doch gar nicht. Warum bin ich jetzt schon wieder hier gelandet? Ich hoffe, das zählt auch nicht als Rasten, dass die ganzen blöden Gegner jetzt wieder da sind. Diese komischen mit den mehr Armen. Oh doch, sind sie. Aha, das bin ich. Die wollen schon wieder schießen. Ja, ja. Und die schießen echt schnell. Krieg das mal hin vor der Koordination, dass du einfach zwei Bögen auf einmal abfeuerst oder mehr. Ich sehe das wieder so Verwachsene alle. Oh, hier ist wieder so ein Schwert-Friedhof. Was ist denn der Art? Oh, es sieht so gut aus hier alles. Da vorne los. Kämpfen zwei Parteien miteinander. Ah, die Puppen. Die Puppen belagern uns. Das sind also die Puppen. Oh, was ist denn hier los? Ihr seid alle doof, ich hau euch alle kaputt.
U-Soldaten-Tabar. Oh! Okay, der hat einen Helm auf. Ich dachte, das wäre so ein ganz normaler Troll, aber der ist halt auch magisch. Was? Gruppenpasswörter? Ah, okay. Ich glaube, ich mache erstmal den Troll platt, sollen die anderen mit sich selber kämpfen da. Reinballern. Alter. Was soll der Mist? Ich hab sie alle getötet jetzt. Falkenschnabel. Ah, das ist auch so eine Art Helebarde. Und Kristallwurfpfeile. So, Falkenschnabel. Das ist eigentlich nur ein Hammer, wenn man so will, ne? Also so ein Spitzhammer. Die harte und geschärfte Spitze am Kopf dieser Stangenwaffe ähnelt einem Schnabel und soll Rüstungen durchbohren. Hauptsächlich als Stoßwaffe konzipiert, doch der lange Griff ermöglicht das Umgehen von gegnerischen Verteidigungen durch Seitenhiebe. Oh, der ist halt auch gut. Hat sogar Geschicklichkeit C-Skalierung. Naja, egal. Ah. Auch wild aus hier. Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr, ha? Huh? Oh. Oh. Was? Einfach explodiert. Was ist denn sowas? Schon wieder was, wo ich mit dem Pferd hoch kann. Mit Pferd! Raya Lucaria, heilige Hallen, die dem Studium der Magie gewidmet sind. Warum bleiben mir die Türen verschlossen? Darf ich die steinerne Krone nicht tragen? Steinerne Krone. Es ist wieder sowas, wo du dann nichts siehst, ne? Und bist dann aber auch gleichzeitig mächtiger als Magier, oder was? Geh doch mal ganz kurz den Weg zu Ende. Und hier ist ja dann eh Feierabend, aber hier ist wieder was zum Speichern. Und ich muss ja da oben weiter. Okay. Thank you.
Guck erstmal hier kurz, was da noch ist. Oh nein. Oh nein! Geh weg von mir! Da. Das ist immerhin nur ein normaler Bär, muss man sagen. Ich will diese riesen Shitshow da vorne. Alter. Wo ich immer das Item holen, was da lag. Ja, ja. Aha! Was ist da für eine Geschwindigkeit hat? Ah, ist er hingefallen? Ah, tut mir leid. Ah! What the fuck? Das macht keinen Sinn. Voice Break. Guard Break, meine ich. Ey, diese Bären. Gucken die mal an. Also das sind die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel, sag ich. Also ohne Übertreibung, das sind die allerschlimmsten im ganzen Spiel. Wirklich. Keine Übertreibung von meiner Seite. Das ist für mich, das ist das Schlimmste, was hier rumrennt. Komplett, weil die haben echt riesen Reichweite. Die hauen dich sofort überall aus der Deckung raus. Ich glaube, ich wollte nicht mal als magiebegabter Charakter irgendwie entgegentreten, groß. Und der Schaden, den ich mache, der ist halt lächerlich. Lächerlich niedrig. 8600, also noch eins hier ungefähr. Ah. Oh, warte mal. Ich habe die Rune gar nicht ausgerüstet. Im Menü für große Runen könnt ihr große Runen ausrüsten, deren Macht wiederhergestellt wurde. Wo sehe ich jetzt, wie viel das... Ja. Wo sehe ich das denn? Wie viel macht das denn jetzt? Ja. Erhöht alle Attribute. Cool. Aber ich sehe nicht wie viel. Oder was? Sind das Hunde? Ja, Wölfe. Und auch die Silberwölfe. Alle. Au, sind das nicht die Anführer aus dem Rudel? Ja, deswegen habe ich was getrunken, weil das war der letzte. Noch mehr Wölfe. Oha, es ist größer als ich dachte hier, dieses kleine... Oh, da ist ja noch so ein Fernfahrer hier. Was? Trinas Lilie, und die ist besonders sogar.
Nö. Teleportiert sich wieder, ne? Was? Noch so einer. Und noch eine Todeswurzel. Und Asche des Skelettbanditen. Ist halt wieder nur eine. Wahrscheinlich eine Kreatur. Ja. Ich finde Quali echt am besten. Tut mir leid, werde ich auch lange nicht tauschen. Beziehungsweise nutze ich sie ja gar nicht so oft. Ich finde halt generell die Geister, die man ruft, die sind immer nur zur Ablenkung ganz gut geeignet, sonst taugen die jetzt auch nicht so viel, leider. Ah, da geht's ja von unten noch. Ich werde hier stehen gleich wieder Skelette auf. Jo. Denn für einen goldener Ritter? Au. Oh, der hat Blitz. Alter. Macht aber gut Schaden. Immer so eine kurze Dauer, die man nur hat. Oh, Gebet des Drachenkults. Gebetsbuch des Drachenkults. Boah, ich die Bücher immer habe hier, ne? Hä? Da. Gebt dies einem studierten Kleriker und so weiter. Blitzender Speer, gezielter Blitz und Waffe elektrisch aufladen. Oh! Ein Gebetsbuch des Drachenkults aus der Hauptstadt. Es handelt von dem Glauben der Ritter, der nach dem Krieg der uralten Drachen entstand. Cool. Da ist gleich noch was Nettes zum Speichern. Und noch ein Gemälde. Wofür auch immer die Dinger gut sind.
Aber irgendwo werde ich die schon benutzen können, ha? Milde Auferstehung. Einerseits finde ich die Open World immer noch richtig geil, andererseits finde ich es schade, weil ich habe bestimmt schon viel verpasst und ich werde es nie finden, weil ich nicht mehr in die Ecke zurückkehre oder so, ne? Naja, Leute, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Ich würde mich freuen über Likes und Kommentare und dass ihr wieder einschaltet zu Elden Ring. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.